Ja, hallo meine Lieben. Willkommen hier zu meinem Videospiel-Tagebuch von Crash Bandicoot. Mein allererstes PlayStation-Spiel. Das ist das erste Spiel, das ich jetzt für die PlayStation spielen werde. Ich habe auch schon alles aufgebaut. Und ja, es wird jetzt halt so ablaufen, dass ich werde das Spiel zum allerersten Mal mit euch zusammen praktisch spielen. Ihr werdet sehen, wie erlebe ich das Spiel am Anfang, wie ich werde es mir angucken und so weiter. Und dann werde ich halt irgendwann aufhören und dann werde ich halt immer mal wieder, wenn ich zocke, werde ich auch immer mal wieder aufnehmen und halt, dann werdet ihr erleben, wie zocke ich dieses Spiel, wann zocke ich das Spiel, wie oft. Und das ist jetzt praktisch mal ein Beispiel dafür, wie so ein Videospiel-Tagebuch aussehen würde. Ja, meine Zockerposition ist allerdings anders. Ich kann ja so schlecht auf dem Fernseher gucken und hier spielen. Das heißt, ich baue jetzt um und dann sehen wir uns gleich wieder beim Zocken. Ja, guten Tag. Hier herzlich willkommen zu den Anfängen von Crash Bandicoot. Mein Videospieltagebuch. Heute ist Tag 1, logischerweise. Ich spiele das Spiel gerade zum allerersten Mal. Ich spiele gerade zum allerersten Mal PlayStation mit diesem komischen Controller. Ich mochte ihn bisher eigentlich nicht so. So. Wird mal losgehen jetzt. Ja, der Vorteil so eines Tagebuchs, das ist zum einen... es ist realer, es ist echt. Das heißt, ich verstelle mich nicht von der Kamera, ich skripte mir nichts, sondern ich erlebe das Spiel so live, wie ich halt das Spiel gerade spiele, weil ich ja wirklich alles zum ersten Mal spiele. Und der Vorteil ist auch, ich mache ja kein Let's Play. Das heißt, ihr seht mich jetzt nicht 18 Stunden am Stück spielen, sondern ich raffe das Ganze. Ja, das heißt, ihr seht mich an den wichtigen Stellen. Was haben wir hier im Moment? Ich muss anscheinend mit den Pfeiltasten spielen. Wir haben Optionen. Was haben wir denn bei Optionen? Ach, das ist gut. Gut, dann haben wir... Ich kann was laden, anscheinend von der Memory Card. Und ich kann auch Passwörter benutzen. Okay, aber wir gehen mal auf Start Game. Das erste Level. Loading. Ja, ich habe gehört, Ladezeiten werde ich mich dran gewöhnen müssen bei der PlayStation. Doch, das war jetzt aber nicht so schlimm. So, wollen wir mal gucken, was der liebe... Was ist das eigentlich? Er reagiert nicht. Ach Gott, mit den Pfeiltasten muss ich das spielen. Ein 3D-Jump'n'Run mit Pfeiltasten. Alles klar. Es geht nicht. Muss ich nach links? Ach so, ich muss da unten laufen. Muss ich drauf springen? Ich muss drauf springen. Also ich kann springen und wirbeln. Mehr kann ich bisher nicht. Und ich habe eine Maske gefunden. Eine Maske, die neben mir schwebt. Äpfel. Ich habe Äpfel gefunden. Ah! Nicht ins Loch. Wirbelt hoch. Apfel. Noch eine Maske. Jetzt habe ich eine goldene Maske, was auch immer das ist. Noch ein Leben. Ich bin immer, ich habe schon zwei Leben gefunden und 35 Äpfel. Ich tippe jetzt mal, ohne das groß zu wissen, dass die Äpfel so eine Art Bananen oder Münzen sind in diesem Spiel. Und da habe ich einen Checkpoint erreicht. Jetzt habe ich noch eine Maske. Jetzt trage ich die Maske, wie cool. Und ich blinke. Was auch immer das heißt. Irgendwie, ist das so eine Art unbesiegbar, weil ich die Gegner alle töte, ohne sie zu berühren. Geh mal nach links. Ah, jetzt ist die Maske wieder golden. Ja, was ist der noch der Vorteil so eines Videospiel-Tagebuches? Wie gesagt, es ist kein Let's Play, in dem Sinne, dass ihr mich die ganze Zeit spielen seht. Ja, also ich kriege ein Leben, wenn ich 100 Äpfel habe. Sondern, ja, man erlebt das Ganze. Außerdem seht ihr dabei ja mich und nicht nur die Videospielszenen. Dann ist das Gute, dass ich halt am Ende werde ich das Spiel sozusagen reviewen. Ich werde erzählen, was fand ich gut an dem Spiel, was fand ich schlecht an dem Spiel, wie hat es mir generell gefallen. Gut, wir spielen nochmal das zweite Level, weil vielleicht war das nur ein Tutorial-Level.
Und dann werde ich auch schon sagen können, wie mir Crash Bandicoot so am Anfang gefällt. Die Musik ist ganz witzig. Rollende Steine. Ein Frauenkopf. Keine Ahnung, was das soll. Ich laufe einfach. Die Maske. Ich finde andauernd Masken. Und dadurch bin ich irgendwie andauernd unbesiegbar. Ein Checkpoint. Komischerweise voll viel Spaß, aber nur eine riesige Kistenstapel und so. Jetzt habe ich schon zwei Frauenköpfe. Ich weiß noch nicht, was das macht. Vielleicht werde ich das in nächster Zukunft rausholen. Oh, ja, das war dumm. Da haben sie mich gelockt. Da waren Neben drin, aber da waren auch TNT-Fässer. Okay, jetzt, ja, jetzt ist die Maske sozusagen wieder so, wie sie am Anfang war. Also ist wahrscheinlich so eine Art Leben. Das soll wohl meine Lebenszahl darstellen. Wenn ich dann keine Maske. Jetzt habe ich drei Frauenköpfe. Oh, ein Bonus-Level. Bonus-Round. Ach, Sidescrolling, das gibt's ja also auch. Interessant. Und schon wieder ein Leben. Und da ist die Frau. Save Point. 2% komplett. Cool, jetzt habe ich gespeichert anscheinend. Reading Room. Save Game. That block is already in use. Override. Ja, war wohl vom Flohmarkt noch irgendwas drauf. Ich überschreibe das einfach. Dann komme ich auch nicht in Gefahr zu mogeln und Ruhe zu irgendwas zu laden, wo ich noch gar nicht bin. Und weiter geht's. Oh. Meine Maske ist weg. Ich habe mich wohl zu oft treffen lassen. Jetzt muss ich wohl aufpassen, jetzt bin ich gleich tot. Böse Pflanzen. Oh, da haben wir das zweite Level geschafft. Ja. Mein erster Eindruck von Crash Bandicoot, es macht sehr viel Spaß im Moment. Ich finde diese komische Grafik, diese Schlauchgrafik, dass du ja von hinten nur nach vorne läufst, die finde ich ganz interessant. Habe ich so in dem Sinne noch gar nicht gespielt. Die Bonus-Level, die waren halt Sidescrolling. Ich bin gespannt, ob vielleicht noch ein bisschen mehr Sidescrolling dazukommt. Und bisher gefällt es mir echt gut. Mit der Grafik muss man natürlich bedenken, ich muss fair sein. Ja, das Spiel ist alt. Es ist für die PlayStation erschienen. Ich spiele nebenbei gerade weiter, das ist okay. Es ist, jetzt habe ich, Moment, ich blende kurz wieder ein. Jetzt habe ich hier so eine Art Side-Scrolling. Jetzt geht es mehr Richtung Jump'n'Run. Jetzt muss ich hier auf die komischen Blöcke. Ja. Okay, cool. Also es gibt hier auch Side-Scrolling-Elemente. Das freut mich. Da macht es gleich noch mehr Spaß, demnächst weiter zu zocken. Ja, also mit der Grafik ist das natürlich so, dass das Spiel älter ist. Ja, und dann muss ich... Ah, ich bin tot. Und da muss ich fair sein. Auf der 64 hätte mich die Grafik auch nicht... Mich stört die Grafik überhaupt nicht. Ja, habt da mal keine Angst. Ich finde, das Spiel sieht gut aus. Ich finde, das Spiel ist lustig. Es ist bunt. Es macht Spaß. Es steuert sich wirklich gut. Ich finde die Musik witzig. Also bisher ist es ein super Jump'n'Run. Ich werde demnächst mal gucken, wie mir das Spiel so weiter gefällt. Für heute erstmal Schluss, wir sehen uns dann am nächsten Tag. Ja, hallo. Heute ist der zweite Tag und wir steigen gleich weiter ein. Also es ist jetzt nur ein Tag später. Ihr seht, ich bin frisch geduscht und hatte gleich wieder Bock zu zocken. Ich bin jetzt hier im, ich weiß gar nicht, im vierten Level. Hab ein bisschen weiter gespielt. Und ich habe ja einige Sachen rausgefunden. Ich habe mich jetzt wäre zum Beispiel so der zweite Tag, das wäre so für mich immer der beste Punkt, um sich einfach über das Spiel ein bisschen zu informieren. Ein paar Infos einzusammeln über ein Spiel, vielleicht ein paar Gimmicks, die man vielleicht gar nicht so wusste, und die dann zum Besten zu nehmen. Und zwar ist Crash Bandicoot ein Bottledance. Habe ich erfahren, und das sind keine Äpfel, das sind Wumperfrüchte. Das ist natürlich unverzeihlich, dass ich das nicht von Anfang an wusste. Und ich habe
noch was rauskommt. Ich kann auf die TNT-Fässer springen und dann aber lassen wir es. Und dann machen die so einen Countdown. 1996 ist das Spiel übrigens herausgekommen und es entwickelte sich eigentlich damals so zu einem inoffiziellen Maskottchen für die PlayStation, also für Sony. Denn das war ja immer das große Manko, dass Sony halt keine wirklichen Charaktere hatte. Ups! Keine wirklichen Gesichter. Und Crash war halt da der erste Ansatz in diese Richtung. Ja, das Spiel hat zwei... Das war blöd. Hat zwei direkte Nachfolger, die auch von AlphaDog entwickelt worden sind. AlphaDog übrigens, wer die Firma gar nicht kennt vielleicht, hat halt erstens die Crash-Spiele gemacht, aber auch nur die ersten. Die ganzen Ableger danach wurden von Sierra oder von anderen Firmen gemacht. Und AlphaDog hat auch die Deck und Dexter-Reihe gemacht und die Uncharted-Reihe. Ja, die wurden halt von Sony gekauft, nachdem sie mit den Crash Bandicoot-Spielen einen doch recht guten Erfolg hatten. Die Crash Bandicoot-Reihe hat sich insgesamt über 20 Millionen Mal verkauft und das ist doch schon... Das ist eine Hausnummer, kann man sagen. Boah, Kackpflanze, ich hab doch gewirbelt. Da überstehe ich den schwierigen Sprung, die Sprungpassage, und da macht mir so eine Pflanze drin. Ach. Also das Spiel ist auf jeden Fall nicht einfach. Aber das muss ja nichts Schlimmes sein. Ich mag schwere Spiele. Vor allem, das Spiel steuert sich gut. Das heißt, wenn du irgendwas falsch machst, dann hast du auch was falsch gemacht. Es steuert sich nicht perfekt. An einigen Stellen ist das ganze Verhältnis von Grafik und Hintergrund so ein bisschen fragwürdig. Aber auf keinen Fall jetzt irgendwie schlimm. Ich will das dem Spiel nicht vorwerfen. Es ist halt auch ein alter Spiel. Das muss man bedenken. Und das hier ist der erste Teil der Reihe. Und wenn im ersten Teil noch irgendwelche Fehler auftreten, dann meine Güte, dann ist das so. So. Muss noch ein bisschen bewegen. Jetzt haben wir auch den Trefferpunkt und ich würde mich doch. Das wusste ich nicht. Die Plattform, auf der ich da stand, die ist verschwunden unter mir. Jetzt weiß ich's. Und jetzt mache ich es besser. Und das ist das, was ich meine. Das ist ein Trial and Error. Ja? Du gehst in ein Level, du weißt Dinge nicht, du weißt nicht, was dich erwartet. Und du lernst aus deinen Fehlern und machst es besser. Das ist so das alte Mega Man-Prinzip. Und das gefällt mir. Das ist fair, das macht Spaß. Und da können Spiele auch schwer sein. Wenn sie schwer sind und dich einfach nur fordern, dass du dich verbesserst, dann ist das in meinen Augen genau richtig. Darüber sieht man immer die ganzen Boxen und da kriegt man später auf die Nutzer. So, jetzt weiß ich, was passiert. Jetzt kann ich, yes, checkpoint. Das ist wieder so eine Verschwindibus-Plattform, ne? Muss ich schnell weiterschauen. Ich habe übrigens den dritten Teil, den habe ich auch hier. Habe ich bisher noch nicht. Das meine ich, er steuert sich ein bisschen zu doll manchmal in der Luft. Also wenn an diesem Spiel eins zu verbessern ist, dann ist es die Steuerung des Charakters im Sprung. Das ist trotzdem nicht schlimm. Man muss sich nur verdammt konzentrieren, weil ein kleiner Klick in eine Richtung bedeutet dann aus. Ah, ich bin Game Over. Okay, mein erstes Game Over. Ja, einfach nochmal rein. Das Level will ich auf jeden Fall noch schaffen in dieser Aufnahme. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich finde in diesem Spiel jetzt, finde ich den PlayStation Controller gar nicht so schlimm. Es gab Spiele, da habe ich ihn verflucht, da kam ich überhaupt nicht mit dem Ding zurecht. Aber bisher steuere ich auch noch nicht mit ihm hier. Weil das war immer das große Manko. Ich fand, der war zu weit unten. Ich mochte nicht, wie man den Controller hält, weil man irgendwie die Daumen immer so komisch nach unten abspreizen musste, um an die zu gelangen. Aber hier spiele ich ja mit den Pfeiltasten. Deshalb stört es mich hier wahrscheinlich. So, Checkpoint. Das ist so das erste Level, wo ich sagen würde, man muss sich wirklich konzentrieren. Sonst bist du ganz schnell matsch.
Da werden bestimmt noch einige von kommen. Ich habe gehört, das Spiel soll nicht einfach sein. Das hat mich aber auch ehrlich gesagt mit ein bisschen gereizt an dem Spiel. Und da ich jetzt gerade Mega Man X ja Let's Player auf meinem Zweitkanal, das doch wesentlich einfacher war, als ich das so erwartet hatte, ist es jetzt mal ganz angenehm, wieder etwas wirklich Schweres zu spielen. Mein Güte, ich bin in der ersten Welt im siebten Level oder so ist das. Und ich muss mich jetzt schon ordentlich konzentrieren. Dann will ich gar nicht wissen, was dann später noch kommt. Oh, fast ein Abgrund-Crash. Ja, ist mir egal mit unbesiegbar. Die Gegner sind nicht das Problem, sondern die Abgründe. So, super. Also ihr seht, was ich meine. Ich bin jetzt auf jeden Fall schon wesentlich besser unterwegs als bei meinem ersten Versuch in dem Level. Und das ist das, was ich meine. Dieses Trial and Error. Du weißt nicht, was passiert. Du wirst sterben, du machst Sachen falsch. Und dann gehst du wieder rein und machst sie besser. Und das macht Spaß. Wenn du merkst im Laufe der Zeit, wie du besser bist, wie du Dinge besser machst, was war das denn für ein dummer Kopf? Das war einer der Köpfe aus, es gab ein Intro am Anfang, mit so einem Ansatz von Story, habe ich deshalb nicht gezeigt, weil, ganz im Ernst, Story ist völlig egal. Um dieses Spiel zu mögen, brauchst du keine Story, die ist auch wirklich nicht wichtig. Bei späteren Teilen habe ich erfahren, ja, aber dann werde ich mich da später drum kümmern auch. So. Wir gucken uns noch das nächste Level einmal an. Hog Wild heißt das nächste Level. Bin gespannt. Ich bin auf einem Vieh. Ich reite auf einem Vieh. Was auch immer das für ein Vieh ist. Und ich kann nur nach links oder rechts gehen und ich muss springen. Ich muss ausweichen. Ich hab die Checkbox verpasst! Wie kann man denn die Checkbox verpassen? Ich wollte da drüber springen und lande im Abgrund. Wie fies ist das denn? Gleich nochmal. Ist ja witzig. Also es ist nicht nur reines Jump'n'Run, sondern sie haben auch... Oh, ich habe die Tech-Box wohl doch verpasst. Ich muss da drauf springen, damit es mich darüber katapultiert. Das muss mir erstmal einer sagen. Gut, das weiß ich jetzt Bescheid. So. Jetzt schaffen wir das Level ja auch noch, aber da werde ich mich jetzt nicht drauf versteifen. Sondern wenn ich gleich merke, das wird jetzt hier nichts, dann werde ich das in Ruhe irgendwann mal machen. Und euch dann beim nächsten Teil wieder dazu holen. Habe ich zu spät gesehen. Muss man wirklich drauf achten. Die Dinger sind ein bisschen... sehen eher so aus wie Requisiten und nicht wie etwas, was du nutzen musst. Das ist ein witziges Level. Das ist so richtig... Das ist purer Trial and Error. Du musst ja einfach nur das Level, was du auswendig lernen, bis du irgendwann genau weißt, Checkbox, was passieren wird. Yo, Alter. Jetzt geht's hier mal ein bisschen hin und her, Alter. Auf jeden Fall kriege ich immer schön Leben dazu, das gefällt mir. Was war das denn? Hatte am Spieß oder was? Oh, ist das schwer. Ich habe den nächsten Checkpoint erreicht. Vielleicht habe ich das Level echt noch in der Aufnahme. Ey, da war vorne ein Leben, das ist ja genial. Rüber. Runter. Links. Rechts. Rüber. Wuhuhuhu, ich hab's geschafft, das Level. Das war witzig. Alles klar. Ja, das war jetzt mein zweiter Eindruck von Crash Bandicoot. Es macht mir immer noch unglaublich Spaß. Einen wunderschönen guten Tag. Es ist jetzt ein paar Tage her. Ich habe die letzten Tage immer mal wieder gespielt und meine Fresse, ist das Spiel schwer. Also das ist Jump'n'Run-mäßig, gar kein Vergleich, finde ich, zu Mario oder Donkey Kong.
Vielleicht zu Sonic, weil einige Sonic-Spiele waren auch verdammt schwer. Also, ich bin jetzt gerade hier mit dem Heavy Machinery Level durch. Boah. Boah, es gibt auch stellenweise in diesem Spiel zu wenig Checkpoints, muss ich ehrlich sagen. Also, für meinen Vergleich. Gerade jetzt im letzten Level, da gibt es wirklich Teile, die waren so schwer. Und dann bist du so weit gekommen und dann bist du gestorben und musstest so weit zurück. Also die Level gestalten sich im Moment eigentlich recht ähnlich. Ich habe keine Ahnung, was passiert. Ich kriege Treffer ab, ich werde sterben und dann lernt man daraus. Das heißt, ich werde jetzt wahrscheinlich gleich mich ganz oft sterben sehen. Der ist mich immer geleckt. Ja, und dann werde ich versuchen, das besser zu machen. Ich meine, versteht mich nicht falsch, es macht Spaß. Ich habe nichts gegen schwer. Es ist nur echt anstrengend und echt schwer. Okay, das hätten wir auch. Diesmal gehe ich links. Ja, das hier hat mich getroffen, mir egal. Brauche nicht leben, ich komme da gar nicht rüber. Checkpoint. Was noch? Achso, Plattform. Was noch ein bisschen ungewohnt ist, es gab einige Stellen, da musste man querspringen. Und das muss ich ehrlich sagen, das spielt sich doch ein bisschen komisch. Wie komme ich denn jetzt an dem Vieh vorbei? So. Also, wer hier mit Leben überhäuft. Weg, weg, weg. Aha. Bring mal daran. Die roten, übrigens, wer das Spiel nicht kennt, diese roten Röhren darf ich nicht berühren, sonst werde ich verkokelt. Bei den eisigen ist mir bisher nichts passiert, aber ich habe sie auch noch nicht allzu exzessiv berührt. Oh, geschafft! Also das war wesentlich einfacher als das Level eben, das könnt ihr mir glauben. Wesentlich einfacher. Ich hatte echt im Level eben hatte ich richtig Probleme. Ich war auch in einigen Leveln davor, kurz davor, den Controller hier einfach wegzuschmeißen. Hatte voll keinen Bock mehr. Hab gedacht, ey komm, du sagst immer, du magst schwere Spiele, jetzt beiß dich da auch durch, habe ich mir gedacht. So, gucken wir uns das nächste Level nochmal an hier. Ob das jetzt so schwer weitergeht wie das Level davor oder so angenehm wie eben. Die Dinger kann ich mal gar nicht abwässern. Ja, ganz schwer zu ersehen, wo ich landen kann und wo nicht. Ah, okay. Okay. Gut. Was mir gefällt, ist, dass das so röhrenmäßig verläuft und dann ins Sidescrolling übergeht. Das gefällt mir. Bin nach unten gesprungen. Das gefällt mir wirklich gut. Das haben sie wirklich gut gelöst. Warten, dass das irgendwas weg ist. Durch. Trial and Error vom Feinsten. Wo muss ich da denn hin? Moment. Ja. Wie gesagt, das ist wahrscheinlich jetzt so ein Level, da werde ich probieren müssen und sterben müssen. Und das ist okay, das macht Spaß. Aber ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ich werde mich jetzt durchbeißen, ich werde möglichst weit kommen. Und ich denke mal, ich schalte dann wieder dazu, wenn ich das nächste Mal beim Endgegner angelangt bin. Und danach gibt es dann das Fazit.
Wie hat mir das Spiel gefallen? Ja, hallo meine Lieben. Es ist jetzt wieder einige Zeit her. Ich glaube, eine Woche lang habe ich immer mal wieder zwischendurch Crash Bandicoot gespielt. Nein, es war keine ganze Woche. Ich weiß gar nicht, wie viel das war. Ich habe die Tage jetzt nicht gemessen. Und ich bin im letzten Level. Ich möchte, dass ihr dieses letzte Level mit mir miterlebt. Ich habe mich allerdings dazu entschlossen, den Boss, den letzten Boss, falls es einen gibt, ich weiß es ja nicht, ich gehe mal davon aus, es gibt am Ende einen Boss, nicht zu zeigen. Das werde ich generell nicht in Videotagebüchern machen, die letzten Bosse zeigen. Ich möchte nicht alles spoilern, es reicht schon, wenn ich das letzte Level zeige. Aber den letzten Boss und das alles, das ist immer etwas, worauf sich Leute einfach freuen und ich finde es nicht richtig, den zu zeigen. Weil ich auch möchte, dass Leute, die diese Spiele nicht kennen, diese Tagebücher gucken können. So, hier sind wir jetzt im letzten Level. Also, hier schalte ich mit einmal ein. Und zwar habe ich ursprünglich die Originalaufnahme versaut, ja, beziehungsweise die Audiodatei ist verschutt gegangen. Und dann habe ich mir hinterher überlegt, toll, jetzt kannst du das alles nochmal machen, aber dann habe ich mir wieder überlegt, nein, nutzt es doch. Und zwar habt ihr ja eben gemerkt, in der Aufnahme von eben, also wo ich eben zu sehen war, der Sound, der war nicht so optimal, denn der kam noch direkt von der Kamera. Von da hatte ich noch den alten Sound über. Das werdet ihr am Ende wiedersehen, da müsst ihr halt mit klarkommen jetzt. Und zwar möchte ich die Zeit, in der ich jetzt das letzte Level halt hier spiele, ein bisschen nutzen, um generell was zum Videotagebuch zu sagen, was ich damit vorhabe, auch zu diesem Tagebuch. Und zwar ist es natürlich so, dass ich viele Fehler gemacht habe. Wenn man ein neues Projekt startet und sich eine neue Videoreihe anfängt, dann gibt es viele Dinge, die man am Anfang noch falsch macht und die man gar nicht so im Sinn hatte. So ist es zum Beispiel so, dass die ganzen Dateien, die ich hier aufgenommen habe mit dem Grabber, die werden so groß, wenn du so ein 10-Minuten-Video aufnimmst, das sind 20 Gigabyte. So. Und auf einmal war meine Festplatte voll und diese Dateien waren so groß und die verbrauchen so viel Speicher im Videobearbeitungsprogramm. Dann das ganze Bearbeiten, das Übereinanderlegen der Videospuren, weil meine HD-Aufnahmen von mir selber über die 20 GB großen Videospielszenen, das frisst ordentlich Speicher und da ist mein Laptop doch tatsächlich an seine Grenzen gestoßen. Das macht das ganze Bearbeiten auch wiederum schwierig. Das werde ich natürlich alles in Zukunft versuchen, irgendwie anders zu lösen. Ich werde die Dateien einfach irgendwie kleiner machen, vielleicht einfach ein bisschen umwandeln, dass die kleiner sind, dass ich es viel besser bearbeiten kann. Das ist auch der Grund, warum ich in diesem Video einige Dinge noch nicht gemacht habe. Normalerweise hätte ich, glaube ich, zum Beispiel einige Übergänge mehr eingebaut zwischen den Szenen und vielleicht Tag 1 geschrieben, Tag 2 mit netter Musik oder sowas, dass man viel besser abgegrenzt sieht, welcher Tag ist und was ist heute los. Das ist etwas, was ich in den nächsten Videospieltagebüchern versuchen werde. Dann bin ich noch nicht so ganz zufrieden mit der Qualität, die aufgezeichnet wird vom Grabber. Ich weiß jetzt nicht, ob es daran liegt, dass er die PlayStation nicht mag, oder ob ich beim Grabber generell irgendwas aus Versehen falsch eingestellt habe. Aber die Qualität jetzt ist, finde ich, nicht 100% optimal. Das ist übrigens eins der besten Level im ganzen Spiel gewesen, das letzte. Es war wieder richtig schwer. Trial and Error halt. Ich bin einige Male gestorben, man musste in Ruhe gucken. Das werde ich aber am Ende auch nochmal sagen. So, was ist generell der Vorteil eines Videotagebuches? Warum mache ich das? Warum mache ich nicht einfach ein Let's Play? Nun, zum einen finde ich Let's Plays ziemlich langweilig, weil so ein Let's Play, das geht locker mal, ja, von diesem Spiel, keine Ahnung, mit dem ganzen Sterben, das geht bestimmt einige Stunden, mehrere, bestimmt 50 Stunden bei dem ganzen Gesterbe, was man da am Ende spielt. Das ist doch nicht lustig, das zu gucken. Vor allen Dingen, irgendwann gibt's einfach nichts mehr, was man sagen kann. Ich kann uns ja die ganze Zeit sagen, oh, ich bin tot, oh, scheiße, oh, blöd und oh, fuck. Aber das ist doch nicht der Sinn. Also, der generelle Ablauf wird so sein, beim ersten Tag nehme ich mich auf und werde ganz unvoreingenommen erzählen, was sind meine Eindrücke, die ich gerade bekomme. Dann werde ich am zweiten oder vielleicht am dritten Tag, werde ich mich informieren und werde versuchen,
schon mal interessante Infos zu dem Spiel zu sammeln. Irgendwelche besonderen Gimmicks, die das Ganze interessanter machen, sodass ihr nicht nur seht, wie ich spiele, sondern dass ich versuche, auch euch Informationen an euch zu bringen. Und ich werde die Tagebücher meistens so enden lassen. Wie gesagt, ich werde keine Endbosse zeigen, ich werde keine Endbosse spielen, außer vielleicht von, falls ich mal Spiele mache, die wirklich jeder kennt. Allerdings wüsste ich nicht, warum ich sie dann als Videotagebuch machen sollte. Naja, mal gucken. Sifiro zum Beispiel könnte ich eigentlich ruhig spielen, weil, ja, wer kennt Final Fantasy 7 noch nicht? Nur ich, der blöde Noob. Draußen ist wieder Action. Ja, und dann werde ich halt ganz am Ende entweder das letzte Level spielen oder eins der letzten Level. Halt ein schön signifikantes Level, wo ich nochmal schön meine letzten Impressionen der Spiele auffangen kann. Ja, das Tolle an so einem Videospieltagebuch ist, wie gesagt, das Live. Dass man live mitbekommt, was für Emotionen habe ich eigentlich während des Spiels. Was für Eindrücke sendet mir das Spiel. Ist das Spiel schwer? Wie spiele ich das Spiel? Wie gut bin ich in dem Spiel? Wie schlecht bin ich in dem Spiel? Was für Taktiken wähle ich? Wie gehe ich mit dem Spiel um? Wie gehe ich in dem Spiel voran? So, der Nachteil an diesen Videotagebüchern ist, sie sind halt davon abhängig, wie ich Zeit habe, die Spiele zu spielen. Es kann halt sein, dass man ein Spiel anfängt, auch ein Tagebuch und vielleicht 10 dreht, und dann kommt man ganz lange nicht zum Spielen und dann dauert die Produktion ein so ein Tagebuch ist auf einmal irgendwie 3 Monate. Das kann ruhig passieren. Dann ist der Nachteil, ja, was heißt Nachteil? Also ich find's gut, die Videos werden natürlich sehr lang. Je nachdem, wie ich die Spielszenen aufnehmen werde. Bei einem Jump'n'Run zum Beispiel, finde ich, macht es einfach Sinn, wenn man die ganze Zeit sieht, wie ich spiele. Dann gibt's wiederum Spiele wie zum Beispiel Final Fantasy 7 RPGs. Da macht es keinen Sinn, die ganze Zeit zu gucken, wie ich spiele. Da wird's eher so sein, dass ich vielleicht signifikante Stellen, die ich gerade erlebt habe, noch einmal nachstelle und dann, also noch einmal spiele und dann zeige, dann euch erzähle, was ich empfunden habe während der Spielzeit. Das ist vielleicht ein bisschen schwer zu beschreiben, aber naja, das wird man sehen. Weil, wenn ich ein Spiel spiele, ich weiß ja vorher nicht, was passiert. Und wenn ich am Zocken bin und auf einmal kommt ein übelster Endgegner oder eine übelst geile Cutscene, dann habe ich sie halt erlebt. Und dann habe ich es in dem Moment natürlich auch nicht aufgenommen. Aber dann werde ich euch hinterher erzählen, wie ich das erlebt habe. Immer wenn was Signifikantes passiert. Ja, wie bei allen anderen Videos. Ich meine, ich habe meine ganzen anderen Videos mit der Zeit immer mehr verbessert und so wird das auch mit diesem Videospiel-Tagebuch natürlich sein. Ich werde hier immer mehr Sachen verbessern. Das ist mein allererstes Video. Normalerweise würde ich jetzt auch am Ende nicht selber reden, ja, sondern ich würde ganz normal wieder das Spiel kommentieren. Aber ich möchte halt, besonders in diesem ersten Tagebuch, möchte ich euch zeigen, was habe ich generell vor mit diesem Genre Videotagebuch. Gleichzeitig möchte ich von euch natürlich auch in den Kommentaren wissen, was hat euch an diesem Videotagebuch gefallen? Was hat euch nicht gefallen? Was möchtet ihr generell sehen in diesen Videotagebüchern? Oder was müsste ich vermeiden als großen Fehler? Seid halt immer offen und ehrlich. Habt allerdings im Hinterkopf, das hier war mein erstes, ja. Ich weiß selber, was ich hier an einigen Stellen falsch gemacht habe. Das sehe ich ja selber auch. Und das werde ich natürlich versuchen zu verbessern. Die Review in diesem Teil, ganz am Ende, die fällt hier eher spartanisch aus. Der Grund ist ganz einfach. Das ist eher noch so ein anderer Punkt, der mich in nächster Zeit aufhalten wird. Es ist Winter, oder noch nicht Winter, aber es wird Winter. Es ist sehr schnell und sehr oft dunkel. Ich habe Lampen in Auftrag gegeben, dass ich halt auch mal nachts oder abends oder halt tagsüber, wenn scheiß Wetter ist, drehen kann. Das wird noch ein bisschen dauern, die sind sehr teuer. Außerdem ist das ganze das Drehen noch sehr aufwendig. Ich habe bestellt eine Kamera, die auch geilen Sound hat. Das heißt, das ganze Tonspuren verschieben wird demnächst sehr viel einfacher für mich sein. Gut, das ist das, was ich jetzt alles sagen wollte. Ihr seht, ich habe das Level gerade geschafft. Und jetzt werde ich zu mir rüberschneiden. Und dann werdet ihr sehen, was wollte ich noch generell sagen. Einige Dinge sage ich vielleicht gleich doppelt. Dr. Neocortex. An dieser Stelle werde ich abbrechen. Also, was ist meine Meinung zu Crash Bandicoot?
meine Meinung ist, es ist ein super, super tolles Jump'n'Run. Ich hatte sehr viel Spaß mit diesem Spiel. Es ist wirklich verdammt schwer. Ja, es ist wirklich schwer. Wenn ihr dieses Spiel beenden wollt, dann müsst ihr dort einige Stunden auf jeden Fall investieren. Ihr müsst auf jeden Fall euch wirklich dedikieren zu diesem Spiel. Dedicate, hab ich einfach, egal, Englisch. Das heißt, ihr müsst euch zu diesem Spiel hingeben, ja? Ihr müsst immer wieder in die Level rein. Ihr werdet ganz oft sterben. Ihr müsst immer wieder ruhig die Szenen analysieren. Was habe ich falsch gemacht? Was muss ich besser machen? Es ist Trial and Error der besten Art. Das ist eines dieser Spiele. Da finde ich schade, dass es jetzt erst spiele. Hätte ich das damals als Kind gespielt, hätte ich wahnsinnig viel Spaß damit gehabt. Ja? Wie gesagt, das räumliche Springen, das ist auf jeden Fall verbesserungswürdig und man hat ein bisschen wenig Fähigkeiten. Ja, ich habe halt nicht wirklich viel machen können mit ihm, aber ich habe schon gehört, das wurde in den späteren Spielen besser. So. Das heißt, ich werde jetzt mir irgendwann mal Crash Bandicoot 3 angucken. Ob ich dazu dann was mache, weiß ich nicht. Das war jetzt exemplarisch, wie so ein Videospieltagebuch aussehen würde. Ja, ich würde jetzt normalerweise noch ein bisschen mehr reviewen, aber ich wollte euch mit diesem Video erstmal eine Idee geben, wie würde das Ganze aussehen. Jetzt will ich von euch wissen, gefällt euch dieses Konzept? Gefällt euch diese Art von Tagebuch? Vor allem das Tolle ist, man kann noch viel verändern. Man kann spontan noch viele Sachen einbringen, irgendwelchen Quatsch machen in diesen Tagebüchern, lustige Szenen aufnehmen, die man gerade erlebt und die dann halt dokumentieren. Aber der Nachteil ist, ich bin daran gebunden, wie ich die Spiele spiele. Ja? Das heißt, ich sind sehr planlos, diese Videos. Sie sind halt fertig, wenn ich das Spiel durch habe. Ja, schreibt mir eure Gedanken zu dieser Art von Video. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tim sagt Tschüss.